Moin! Wir machen heute richtig zart geschmorte Rinderrippchen mit leckerem Schalottenkartoffelpüree. Los geht's! Wir schnibbeln zuerst unser Röstgemüse für den Soßenansatz, also später die ultra leckere dunkle Soße. Chris schält die Möhren und schneidet sie in kleine Würfel. Und das Ganze wiederholt er nochmal mit dem Sellerie. Wir schälen übrigens das Gemüse, weil wir es einfach gern als Beilage dazu essen. Passiert ihr es später aus, dann braucht ihr es natürlich nicht schälen. Und die Schalen heben wir dabei auf, um daraus einen neuen Gemüsefond zu kochen. Wir sind ja kleine Sparfüchse. Den Lauch haben wir schon gewaschen und schneiden ihn einfach in Halbringe. Den lagern wir allerdings in einer separaten Schüssel, da er später erst zum Gemüse stößt. Und wenn wir schon mal dabei sind, schälen wir auch schon die Schalotten für das Püree und halbieren sie einfach. Die werden am Ende sowieso durchgemixt. Außerdem drücken wir den Knoblauch nur an, schälen ihn und geben ihn dann zum Lauch. Fehlt nur noch der Ingwer. Der ist bei uns schon etwas älter, aber macht auf jeden Fall noch seinen Job. Und dann kümmern wir uns auch schon um die Rippchen. Unter den dunklen Stellen verbergen sich die Knochen. Dazwischen schneidet Chris die Rippchen nun auseinander und salzt sie kräftig von allen Seiten. Die Haut brauchen wir nicht lösen, die verkocht beim Schmoren, wird also weich. Die Rinderrippe wird ja üblicherweise als Suppenfleisch verkauft und ist ein relativ günstiges Stück Fleisch. Das Fleisch wird nun richtig kräftig von allen Seiten angebraten. Dafür hat Chris heute extra wieder Butterschmalz gemacht. Das verträgt die hohe Temperatur und schmeckt natürlich am besten. Immer mal wieder kontrollieren, wie das Fleisch aussieht und schön wenden, wenn sich das Fleisch von alleine vom Topfboden löst, bis sich schließlich überall eine leckere Kruste gebildet hat. Und wenn man sich da wirklich etwas Zeit nimmt, dann wird die Soße umso besser, ich sag's euch. Sind die Rippchen wieder draußen, kommt auch schon das harte Gemüse in den Topf. Das wird auch schön angeröstet. Daher auch der Name Röstgemüse. Wenn ihr euch mal den Topfboden anseht, hängt da der Bratensatz fest, den Chris beim Umrühren nun schon etwas mit dem Holzlöffel löst. Nach einiger Zeit fängt das Gemüse dann auch an, die schönen Röstaromen zu entwickeln, die wir ja haben wollen. Aber das dauert auch beim Gemüse seine Zeit. Sind wir mit dem Bräunungsgrad zufrieden, kommt nun auch endlich der Lauch und der Knoblauch dazu. Aber weil beides so schnell verbrennt, lassen wir es gar nicht so lange mitrösten, sondern geben gleich das Tomatenmark dazu. Dabei immer gut rühren und die Temperatur etwas reduzieren. Das Tomatenmark wird nämlich schnell bitter. Doch was passiert da jetzt im Topf? Das Tomatenmark enthält von sich aus Zucker, der karamellisiert und rundet den ganzen Geschmack ab. Um das zu verstärken, geben wir auch noch etwas Honig mit rein. Lassen den auch nur kurz karamellisieren und löschen alles mit einem Spritzer dunklem Balsamico ab. Und gleich auch noch mit unserem ersten Schuss Rotwein. Wir nehmen hier gerne einen trockenen Dornfelder. Mit Hilfe unseres Rotweins lösen wir nun auch den Bratensatz vom Topfboden vollständig. Wir lassen den Rotwein so lange einkochen, bis das Gemüse erneut zum Braten anfängt. Es verdampft also die Flüssigkeit, der Geschmack wird immer intensiver und die Farbe immer dunkler. Ist die Flüssigkeit verdampft, bildet sich erneut ein Satz am Topfboden. Es ist wieder Zeit für den nächsten Schuss Wein. Das Ganze wiederholen wir so lange, bis der Wein leer ist. Wir löschen danach aber noch einmal ab, allerdings mit Portwein. Der ist optional, aber eine sehr schöne Variante, die die Soße nochmal besonders macht. Den letzten Schluck lassen wir jetzt nicht mehr ganz verkochen, sondern gießen schon vorher alles mit unserem Gemüsefond auf. Es geht aber auch Rinder, Geflügel oder einfach Leitungsfond. Und jetzt schaut euch diesen Soßenansatz an. Dazu kommen bei uns die Lorbeerblätter, eine halbe Chili, ein paar Wacholderbeeren, Piment und ein Zweig Rosmarin. Wer ein Teesieb hat, der sollte das auf jeden Fall nutzen. Wir hatten keins und mussten dann am Ende alles wieder rausfischen. Wir warten jetzt, bis die Soße wieder kocht und legen dann unser Fleisch rein. Deckel drauf und entweder auf dem Herd simmern lassen oder wie wir im Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze schmoren. Die Rippchen brauchen so circa 3 bis 4 Stunden, um weich zu werden. Das ist aber ganz unterschiedlich. Bei uns sind sie nach 3 Stunden schon so weich, dass sie förmlich vom Knochen fallen. Ein gutes Zeichen bei Rippchen. Sie sind also schön zart. Für unser leckeres Schalotten-Kartoffelpüree kochen wir ein paar Salzkartoffeln weich und konfieren unsere halbierten Schalotten vom Anfang in einem guten Stück
Butter. Wir lassen die Schalotten also bei niedriger Temperatur so lange in der geschmolzenen Butter, bis sie gar sind. Das Ganze gießen wir dann mit Milch auf und lassen die auch warm werden. Nebenbei dicken wir aber noch unsere Soße mit in Rotwein angerührter Speisestärke an. Wer möchte, kann sie natürlich auch bis zur gewünschten Konsistenz einkochen lassen. Beim Eindicken mit Speisestärke immer einmal richtig aufkochen lassen. Und in der Zeit können wir Menschen ohne Teesieb ja schon mal die Lorbeerblätter, Beeren, Knollen und Zehen entfernen. Da wird die Soße auch nicht mehr passieren, schöpfen wir einfach nur etwas Fett und die Rückstände von der Oberfläche. Das reicht uns vollkommen aus. Und dieses Gemüse ist wirklich einmalig. Wir wissen nicht, wieso manche das wegwerfen. Wir schmecken die Soße jetzt nur noch mit Pfeffer und Salz ab und ziehen die Rippchen nun in der Soße wieder heiß. Währenddessen mixen wir die Schalotten-Butter-Milchmischung auf und reiben etwas Muskatnuss dazu. Das hier ist übrigens der perfekte Schalottenschaum. Ein super Gimmick, der noch wunderbar auf den Teller passen würde. Aber wir machen es ja heute mal rustikal. Geben also die Kartoffeln durch die Presse und gießen so viel Schalottenmilch dazu, bis die Konsistenz passt. Sehr gehaltvoll, aber auch sehr lecker, glaubt mir. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen. Schreibt uns mal, wann ihr vorhabt, diese Rinderrippchen zu machen. Und dann bis zum nächsten Video. Chris und Marie.